arm short-handed. The drive scores! What a goal by Draisaitl! Cam Stützle is putting on a show here. Servus zum deutschen NHL-Call. Heute mit drei Erstrunden-Picks, die alle in der ersten Runde gedraftet wurden. Ich freue mich sehr auf eine tolle Runde. Leon Draisaitl ist da von den Edmonton Oilers, Tim Stützle von den Ottawa Senators und Marco Sturm, Co-Trainer der Los Angeles Kings. Schön, dass ihr mitmacht, schön, dass ihr mit dabei seid. Erste Frage, Leon, geht natürlich gleich mal an dich. Du hast den deutschen Rekord von Marco Sturm geknackt, bist jetzt alleiniger deutscher Topscorer in der National Hockey League. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Hast du es mittlerweile schon so ein bisschen realisieren können? Ja, ich glaube, dass die Medien oder ihr vielleicht einen größeren, größeren Deal drüber macht als ich, um ehrlich zu sein. Natürlich bedeutet mir das viel, keine Frage. Aber wie ich schon öfters gesagt habe, habe ich einfach zu viel Respekt davor, auch dem Sturmi gegenüber und den anderen überragenden deutschen Eishockeyspielern, die wir hatten in der NHL, da jetzt irgendwas draus zu machen, was es wirklich nicht ist. Jetzt heißt es ja immer Dream Big, also nimm dir viel vor als Junge, träum groß. Kann man sowas sich überhaupt erträumen, dass man sagt, also ich wäre irgendwann mal der beste Deutsche in der NHL? Ja, ich meine, träumen kann man von sowas natürlich immer. Ich glaube, für einen Sturmi war es damals wahrscheinlich, als er jung war, auch nicht anders. Für einen Timmy ist es auch nicht anders. Wir träumen alle von sowas, wenn wir auf den Straßen spielen und wenn wir kleine Kinder sind. Natürlich, da jetzt, sage ich mal, oben angekommen zu sein, ist für mich persönlich was sehr Besonderes, keine Frage. Man kann sich immer auf irgendeine Art und Weise verbessern und das probiere ich auch zu tun. Marco, dein Rekord war es, der lange gezählt hat, lange da stand. Leon hat ihn jetzt geknackt im jungen Alter von 25 Jahren schon. Ist er ein würdiger Thronfolger? Ich glaube auf alle Fälle. Ich habe, Sturmi. Ich habe, glaube ich, 15 Jahre lang gebraucht und der Leon hat 4 Jahre lang gebraucht. Also das sagt schon alles. Aber es war nur, ich kann es noch immer wieder erwähnen, das war nur eine Frage der Zeit. Und Leon wird nicht der Erste und der Letzte sein. Tim wird wahrscheinlich dann auch der Nächste sein. Also von daher war es ja nur eine Frage der Zeit. Aber trotzdem, ich bin ja froh und ich gebe das gerne weiter an Leon. Ist ja klar, er spielt in einer ganz anderen Liga, wie ich das damals gespielt habe. Und von daher, das ist ja eigentlich auch nur der Anfang. Also es kommen bestimmt noch einige Punkte noch dazu. Und der Nächste ist ja auch schon unterwegs mit Tim Stützle, der schon fleißig anfängt in seinem Rookie-Jahr Punkte zu sammeln. Trotzdem, Tim, für dich auch diese Nummern, die jetzt da auf dem Zettel stehen. Wie ist es für dich, so eine Zahl zu sehen? Ich meine, du weißt jetzt, wie schwer es ist, in der NHL zu treffen und Punkte zu sammeln. Wie groß ist diese Zahl, die da steht? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es ja immer wieder gemerkt, wenn wir auch gegen Leon gespielt haben, ist vor allem in der defensiven Zone nicht ganz so einfach. Und vor allem, ich meine, es macht einfach unglaublich viel Spaß, jeden Tag gegen die besten Spieler der Welt zu spielen. Und vor allem auch in unserer Liga, wenn wir mal gegen Edmonton gespielt haben, mit Leon und mit Connor. Ich meine, muss man ja eigentlich gar kein Geheimnis draus machen, dass sie zu den 2 besten Spielern der Liga gehören und auch der Welt. Und vor allem ja auch mit Marco sehr viele Punkte gesammelt. Und ist einfach super cool zu sehen, dass das deutsche Eishockey immer besser wird. Und die Frage stelle ich gleich an Leon zurück. Du hast gegen Tim jetzt ja auch schon ein paar Mal gespielt in dieser Saison. Was ist dir hängen geblieben am Spiel von Tim Stützle? Was hat dir gut gefallen? Ja, alles. Ich meine, in dem Alter direkt in die Liga zu kommen und sag ich mal, wirklich der Mannschaft zu helfen, zu gewinnen oder sag ich mal, im Powerplay schon eine Rolle zu haben, das ist nicht so einfach. Ich glaube, das wissen wir alle. Der Timmy erlebt das jetzt gerade selbst mit, dass die Liga, die kann schon echt schwer sein und kann dich auch ganz schnell auf den Boden zurückholen, weil es halt einfach die beste Liga der Welt ist und die besten Spieler spielen hier. Aber so konstant im ersten Jahr als 18-Jähriger zu spielen, ist schon eine starke Leistung. Danke. Sehr gerne. Ich sehe schon ein Regal im Hintergrund. Leon, hast du deine Trophäen eigentlich schon bekommen? Hast du ja einiges abgeräumt in der Vorsaison? Hast du die schon bekommen und haben die schon den Ehrenplatz gewonnen? Die echten habe ich tatsächlich noch gar nicht
bekommen, habe ich auch noch gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe so kleine, ja, wie sagt man das auf Deutsch, so Replika-Trophäen bekommen. Ja, es ist auch ganz cool. Die sind unten. Ich glaube, da knabbert der Hund gerade dran. Aber ja, die echten, wie gesagt, die habe ich noch gar nicht zu sehen bekommen. Marco, wir wollen natürlich auch ein bisschen über dich sprechen. Du bist Co-Trainer momentan bei den Los Angeles Kings. Wie blickst du auf die Saison bis hierhin? Ja gut, wir sind, glaube ich, das weiß jeder, wir sind in einem Rebuild und ein bisschen ein Neuanfang, was teilweise ja nicht einfach ist. Man braucht sehr viel Geduld und in dieser Phase sind wir immer noch. Ja, viele ältere Spieler sind mittlerweile jetzt weg. Ein paar haben wir noch, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Und die ganz jungen Spieler sind halt noch nicht so weit. Und deswegen muss man weiterhin Geduld haben, muss man weiterhin hart arbeiten, speziell mit den jungen Spielern. Und dann hoffen, dass wir vielleicht im Sommer oder dann auch nächstes Jahr den nächsten Schritt machen. Und dass wir dann vielleicht auch den einen oder anderen Spieler dann noch dazu bekommen, erfahrenen Spieler dazu bekommen, wo uns dann letztendlich oder die Spieler, die wo uns dann letztendlich weiterhelfen. Wir haben alle ganz gespannt geschaut beim Draft 2020, LA Kings mit Marco Sturm. Das hätte, glaube ich, ganz gut gepasst, auch mit dem Stützle. Mal Hand aufs Herz, jetzt wenn der Tim schon da ist. Marco, wie oft hast du schon bereut, dass ihr nicht Tim Stützle gezogen habt? Nee, ich kann es auch nicht beeinflussen. Ich habe natürlich auch gehofft, ist ja ganz klar. Leider hat keiner auf mich gehört, aber so ist es halt einfach. Und deswegen, ich habe selber erst am Tag am Draft erfahren, dass wir Byfield nehmen. Und von daher, auch Byfield muss ich sagen, er hat jetzt die letzten 5 Spiele bei uns gespielt. Er wird auch ein guter Spieler werden in dieser Liga. Vielleicht ein bisschen anders jetzt wie der Tim, aber persönlich habe ich natürlich gehofft, dass der Tim in LA spielt. Und Tim, bei euch läuft es auch immer besser. Ihr habt momentan ja einen richtigen Lauf. Schon traurig, dass die Saison jetzt schon bald vorbei ist? Ja, ich meine, ich denke, am Anfang war es nicht sehr gut. Also, wie Marc schon gesagt hat, wir sind auch in einem Rebuild und haben viele junge Spieler. Aber jetzt die letzten Spiele hat, denke ich, super funktioniert. Und sind immer besser in Fahrt gekommen auch und haben jetzt, glaube ich, aus den letzten 9 Spielen, glaube ich, 7 gewonnen. Und von daher, also wir fühlen uns wohl und wir haben einfach Spaß alle zusammen. Wir haben eine super junge Mannschaft und genießen es einfach jeden Tag. Wie schauen die Pläne für die nächsten Wochen dann aus? Hat Toni Söderholm schon angerufen, der deutsche Bundestrainer? Da muss man mal gucken. Ich muss mit dem Trainer und mit dem Manager auch reden, was für mich am besten ist. Ich habe ja auch noch in meiner Hand Probleme, die ich noch operieren lassen muss und deswegen wird man einfach sehen, was passiert. Marco, das ist ja so ein bisschen was, wo du den Grundstein gelegt hast, dass die Spieler wieder gerne kommen, gerne für Deutschland spielen bei der WM, in den Länderspielen. Wie siehst du die Entwicklung des deutschen Eishockeys? Nee, generell, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren sehr viel aufgeholt. Wie du schon erwähnt hast, wenn ein Spieler, besonders ein NHL-Spieler, in die Nationalmannschaft kommt, dann soll das auch Spaß machen. Und das ist doch eine lange, lange Saison für die Jungs. Und wenn sie dann noch ein Turnier spielen müssen am Ende zu, dann ist es nicht ganz so einfach. Und deswegen müssen sie Spaß dabei haben. Und das habe ich eben versucht in meiner Zeit. Und ich glaube, der Toni ist dann auch irgendwie dann dasselbe. Aber das deutsche Eishockey, wir brauchen einfach die Jungs wie Leon, wie Tim, um weiterzukommen. Und wie gesagt, in meiner Zeit war das so. Die Jungs waren immer gerne da und deswegen haben wir letztendlich auch Erfolg gehabt. Und wie gesagt, die Liste auch an NHL-Spielern aus Deutschland ist richtig lang. Wie gesagt, Leon natürlich als Zugpferd ganz vorne weg. Leon, wie siehst du die deutsche Nationalmannschaft? Sollten denn alle kommen? Es steht ja auch ein Olympiaturnier demnächst an, möchte ich mal sagen. Weil angenommen, es könnten alle kommen, alle deutschen Spieler. Könnte Deutschland schon mithalten mit den großen Top-Nationen? Ja, ich glaube, dass wir schon eine sehr ordentliche, eine sehr gute Mannschaft zusammen haben werden. Natürlich muss man immer ein bisschen realistisch bleiben, ob das jetzt gegen USA und Kanada reicht. Das wird man dann sehen, aber ich glaube, dass wir genügend Spieler, die auf dem Niveau spielen können, haben und einige aus der NHL dabei sein werden, wenn nicht alle hoffentlich. Ich glaube, dass wir schon eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammen haben werden. Dann sind wir langsam leider auch schon Richtung Ende unserer
unserer Zoom-Calls heute. Deswegen, ich gehe einfach nochmal die Runde durch. Tim, wie wird dein Sommer aussehen? Wie sind die Pläne? Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich denke, dass ich auf jeden Fall den Sommer in Mannheim verbringen werde und dort trainiere dann auch mit den Fitnesstrainern und auch mit den Adlern dann zusammen. Und ich denke, dass es ein guter Sommer für mich ist, weil ich halt noch an vielen Sachen arbeiten will über den Sommer und einfach stärker werden will. Und ich denke, dass es am besten für mich ist, dort zu sein. Marco, wie ist es bei dir? Würde ich Landshut sehen zum einen und zum anderen, wie sind die Pläne mit LA? Geht es danach auch zurück zu den Kings wieder? Die ersten Gespräche gab es ja schon und ich glaube schon, dass ich jetzt noch für ein paar Jahre hier bleibe. Und mir gefällt es gut, auch mit meinen Chefs zusammenzuarbeiten. Macht da riesen Spaß und bei mir ist es wahrscheinlich wie bei Tim und Leon. Ich werde auch wieder in Landshut wahrscheinlich für einfach ein paar Monate verbringen, wieder Familie zu sehen, Freunde zu sehen, bevor es dann wieder im August bei uns wieder ernst wird. Und Leon, nach deinen Zielen, glaube ich, brauche ich nicht großartig zu fragen, oder? Das ist ein etwas größerer Silberling, so würde ich es mal beschreiben. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie so lange wie möglich drin bleiben und irgendwie am Ende ganz, ganz oben stehen. Das wäre natürlich oder ist natürlich der Traum oder das Ziel, keine Frage. Und dann, wie die anderen beiden Jungs auch, im Sommer halt größtenteils in Europa verbringen und sich auf die neue Saison vorbereiten dann. Das heißt bei dir auch Köln Calling sozusagen im Sommer, wenn er auch kurz ist. Ja, größtenteils ja in Köln, ja. Gut, dann wünsche ich euch allen bei sämtlichen sportlichen Projekten noch ganz viel Erfolg. Bleibt vor allen Dingen gesund und ganz vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt hier bei dem exklusiven nhl.com.de Call. Danke, macht's gut und bleibt gesund. Danke auch. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, servus.